Hey Leute, ich bin SmackPaverick. In dieser Anleitung möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr bei Telegram einen Chat wieder herstellen könnt und wie ihr gelöschte Daten, Bilder, Videos, Nachrichten und sowas wiederherstellen könnt, beziehungsweise wie ihr diese auch wieder findet, wenn ihr die ja zuvor gelöscht habt. So, wir spielen einmal den Fall durch. Ich lösche jetzt hier diesen Chat hier von diesen Servicemeldungen. Ja, dazu gehe ich hier oben auf die Punkte drauf und sage Chat löschen. Das bestätige ich. So, und jetzt ist es so, man hat hier ein Zeitfenster von 5 Sekunden. Da kann man das wieder rückgängig machen. Ja, dann ist der ganze Chat also wieder gesichert. Das ist die erste Methode. Wenn ihr da aber zu langsam wart oder später erst gemerkt habt, oh, ich brauche meine Daten, dann müsst ihr da etwas anders vorgehen. Dann müsst ihr die Telegram-App verlassen. Ja, wir spielen das auch einmal durch. Ich lade jetzt mal hier dieses Foto hoch, dann lösche ich das Foto. So, und jetzt verlasse ich einmal meine Telegram-App. Ich muss nämlich jetzt in den Dateimanager reingehen und die Dateien manuell suchen. Die sind nämlich noch auf dem Handy gespeichert, die sind also nur aus der Ansicht gelöscht im Prinzip. Dazu gehe ich auf Dateien und gehe jetzt in den Telegram-Pfad rein. Und hier haben wir jetzt entsprechend ja die ganzen Daten. Ja, hier haben wir die Images und hier finden wir jetzt auch mein Bild wieder. Ja, je nachdem wie ihr es eingestellt habt, irgendwann werden diese Ordner von Telegram auch automatisch nach einer gewissen Zeit gelöscht oder man kann es auch über die Telegram-App manuell machen. Das heißt, wenn ihr solche Bilder, Videos oder auch Nachrichten dauerhaft speichern wollt, dann solltet ihr diese markieren und gegebenenfalls an einem anderen Ort kopieren, damit ihr die da dann gesichert habt. Es ist nämlich so, wenn ihr hier unter die Einstellungen geht, Daten und Speicher, Speicherverbrauch, das ist also jetzt für die Telegram-App, da könnt ihr hier sehen, wie lange die Medien behalten werden. Hier ist jetzt noch dauerhaft eingestellt, aber manche haben das nur für ein paar Tage oder Wochen gespeichert und schon wird das Ganze dann eben halt automatisch gelöscht und wäre dann ja dauerhaft weg, wenn es aus diesem Ordner eben verschwunden ist. Ja, ich hoffe, diese kleine Anleitung war hilfreich für euch. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer es noch nicht tut, kann mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Anleitungen von mir. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.